Der Estragon ist mal ein Gewürz oder ein Heilkraut. Kannst du verwenden, wie du möchtest. Ich verwende es als Gewürz. Hier siehst du im Video einen französischen Estragon und ist halt ein fester Bestandteil der französischen Küche. Ansonsten wird er bis zu 1,20 Meter hoch. Das siehst du auch hier ganz gut. Hier steht er aber in einem Hochbeet. Und mit den Jahren wird er schon echt ordentlich breit. Bei mir hier sind das ungefähr 50 cm. Bildet Pfahlwurzeln aus, blüht von Juli bis September. Und an diese Blüte, man meint es kaum, weil die recht unscheinbar ist, sollen bis zu 53 verschiedene Wildbienenarten gehen und 25 verschiedene Raupenarten fressen an dieser Pflanze. Ich schneide mir da einmal bis Juni, bis vor der Blüte, immer ein paar Zweige ab und trockne die in der Garage, ganz normal in der Luft. Perfekt für dann die Gewürze im Winter, kannst du gut aufbewahren. Ansonsten mag der ruhig einen feuchten, nährstoffreichen Boden. Und wenn du dir ein Gewürz in den Garten holen willst, denk an den Estragon.